Nachdem wir am Dienstag schon einen kleinen Hinweis zu einer möglichen Pferdeerweiterung erhalten haben, gab es jetzt eine weitere spannende Info. Ein potenzieller Veröffentlichungszeitpunkt des Packs wurde jetzt geteilt. Außerdem bekommt ihr meine erste Meinung und Gedanken zum Pferdethema. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ist auf Instant Gaming das sogenannte Decent 4 Horse Ranch Erweiterungspack aufgetaucht. In der Vergangenheit sind schon öfters Packs weit vor der eigentlichen Ankündigung auf diversen Websites aufgetaucht, weshalb auch diese Listung durchaus realistisch ist. Jetzt kommt aber noch mehr Spice in die Sache, denn ganz frisch wurde auf der Seite des Packs nochmal eine wichtige Info aktualisiert. Das Release-Datum. Hier wird aktuell der 20. Juli 2023 angeführt, also sogar schon ziemlich bald. Der 20. Juli ist ein Donnerstag, was ein ziemlich realistisches Datum für diese Erweiterung ist. Die Entwickler teilen oft dienstags und donnerstags neue Inhalte oder Infos und veröffentlichen hier auch Packs. Das würde somit auch bedeuten, dass wir schon im Juni mit einer offiziellen Ankündigung und dem ersten Trailer rechnen könnten. Lasst hierzu gerne ein Like und ein Abo da, um meine Trailer-Analyse und die wichtigsten Infos nicht zu verpassen. Ach Leute, ich muss sagen, ich freue mich fast schon so ein bisschen, dass es jetzt endlich mal wieder ein paar größere News zu den Sims gibt und wir uns jetzt nicht mehr mit den Sets beschäftigen müssen. Die gehen mir mittlerweile leider auch so ein bisschen auf die Nerven, es sind einfach viel zu viele. Ich bin jetzt aber trotzdem sehr überrascht, dass es jetzt so schnell zu einer neuen Erweiterung gekommen ist. Meine feste Prognose war eigentlich immer, dass wir dann eher so im Winter eine neue Erweiterung erhalten werden. Die Entwickler sind da ja nicht wirklich konsequent, in was für einem Zeitraum die Packs erscheinen. Also es war öfters mal so, dass Erweiterungen im Winter erschienen sind. In der Weihnachtszeit sind gewöhnlich auch die Umsätze von Firmen irgendwie am höchsten. Eigentlich dachte ich, dass wir dann in diesem Zeitraum im Dezember dann die Erweiterung bekommen werden. Jetzt dann eher so ein neues Gameplay-Pack. Aber irgendwie ist in diesem Jahr alles anders. Es gibt mir hier schon fast ein bisschen The Sims 3-Vibes. Da hatten wir, glaube ich, als Rekord 3 Erweiterungen in einem Jahr. Ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass die Leaks echt sind. Wenn da so ein Datum auf der Website hinzugefügt wird, sitzt da niemand und denkt sich da irgendwas aus. Also in den Online-Shops wird sowas natürlich auch richtig geplant. Also es gibt natürlich immer noch ein Restrisiko, dass es doch keine Pferdeerweiterung geben wird. Aber ich halte es schon für sehr legitim und realistisch. Jetzt zu meiner persönlichen Meinung zu den Pferden. Ganz ehrlich, ich muss euch leider enttäuschen, ich persönlich kann mit den Pferden einfach nichts anfangen. Ich bin auch in echt jetzt nicht der krasse Pferdefreund. Da mache ich mich jetzt vielleicht nicht unbedingt beliebt. Ich glaube, da hat Zusammenwachsen noch mehr den Geschmack von allen Zimmern so ein bisschen getroffen. Aber die Pferde sind ja wirklich ein sehr, sehr doll gewünschtes Thema. Von dem her bin ich auch gar nicht böse, dass es jetzt mal nicht meinen Geschmack trifft. Man muss ja sagen, wenn die Community glücklich ist, ist es natürlich dann auch, sagen wir mal, ein starkes Argument. Und dann ist es auch okay, dass ich das persönlich nicht so mag. Ich bin gespannt, in was für einem Umfang die Erweiterung erscheinen wird. Es ist ja jetzt schon spannend, dass wir wirklich einen kompletten Fokus nur auf die Pferde haben. Das heißt, so Aspekte, die dann in The Sims 3 zum Beispiel nicht so behandelt wurden, sind dann wahrscheinlich in The Sims 4 ein bisschen stärker. Vielleicht dann ja auch irgendwie sowas wie Pferdezucht, das habe ich auch in den Kommentaren gelesen. Oder dass man an so Wettbewerben teilnehmen kann. Das wären ja so Gameplay-Inhalte, die ich mir für dieses Pack vorstellen könnte. Ich kenne mich da leider auch nicht so ganz aus. Ich denke mal, man wird die Pferde auf jeden Fall wieder anmalen können. Das System haben sie jetzt für die Hunde und Katzen schon ins Spiel gebracht und für die Werwölfe halte ich für sehr realistisch. Die Community ist ja öfters mal bei The Sims 4 sehr kritisch, was ja vollkommen nachvollziehbar ist. Aber ich finde es richtig spannend. Ich hatte das Gefühl, dass es bei diesem Pack wenig große Kritik gab. Einfach aus dem Grund, wenn wir uns jetzt mal überlegen, wie die Haustiere-Erweiterung in The Sims 3 schon umgesetzt wurde. Vielleicht war das Wort Haustier schon ein guter Hinweis. In The Sims 3 war es ja so, dass wir Hunde, Katzen, Pferde, kleinere Tiere wie Vögel oder kleinere Nager oder so oder auch Rehe und Waschbären alle in einem einzigen Pack bekommen haben. Und man muss sagen, in The Sims 4 ist es leider nicht mehr so, sondern das wurde jetzt in 3 verschiedene Packs aufgesplittet, die insgesamt jetzt schon 90 Euro kosten. Man kann es immer von zwei Seiten sehen. Auf der einen Seite wurden ja auch viele Aspekte behandelt, wie jetzt zum Beispiel diese Tierarztpraxis, die dann wahrscheinlich in The Sims 3 den Rahmen des Packs gesprengt hätten, beziehungsweise nicht unbedingt des Packs, sondern eher des Budgets von EA. Also in der Hinsicht hat es dann vielleicht auch Vorteile, die Entwickler können sich dann mehr auf verschiedene Punkte fokussieren. Aber ehrlicherweise, die andere Seite ist dann auch, ich habe das Gefühl, selbst wenn die Pferdeerweiterung jetzt sehr gut ausgearbeitet wird, dass die Packs dann auch nicht doppelt so viel Inhalt haben werden wie die Sims 3 Erweiterung. Ja, so ein Viertel mehr, also dann
im Geld wäre es dann eher 60 Euro als 90 Euro, die die Packs zusammen dann irgendwie mehr wert sind. Die Entwickler wissen ja, dass sie es so machen können. Die Entwickler wissen, wir kaufen diese Packs, sonst würden die Entwickler natürlich da ganz anders rangehen und dann auch Packs eher gebündelt veröffentlichen. Aber dadurch, dass Leute bereit sind, einfach Tiere zu kaufen, dann nochmal Pferde zu kaufen und nochmal die Naga als eigenes Pack, ist es leider so, dass es in diesem Sphere funktioniert. Wir sind die Einzigen, die daran was ändern können. Wir können EA natürlich auch auf die Finger hauen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass dieser Aspekt bei vielen ein bisschen untergegangen ist. Da wäre es noch in einem Gameplay-Pack-Rahmen vielleicht ein bisschen legitimer gewesen, auch wenn das sehr unrealistisch gewesen wäre, weil die Pferde ja sehr viele neue Animationen und so brauchen und es vielleicht für einen Gameplay-Rahmen dann deutlich größer gewesen wäre als bei den anderen Gameplay-Packs. Aber ich bin auch irgendwie der Meinung, dass es schon ein bisschen frech, das so auszugliedern. Da würde mich auf jeden Fall mal eure Meinung in den Kommentaren interessieren. Ich muss hier sagen, in The Sims 4 ist es jetzt nicht wirklich was Neues. Von dem her sollte das jetzt niemanden überrascht haben. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr zu der Pferdeerweiterung, die hoffentlich kein Fake ist, mehr erfahren wollt und da auf dem Laufenden gehalten werden wollt. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.